rein, Bill. Ich höre nichts. Ich weiß nicht, ob das was wird. Halt! Mutter aus! Moment. Ist da was? Hört ihr was? Gar nichts. Nichts. Es gibt keine Reaktion auf die Lockrufe. Ich dachte, das klappt. Vielleicht ist dieses unheimliche Rotauge schon ganz woanders. Willy, warum fahren wir nicht noch mal zu dem Baumstamm? Hast recht. Gute Idee. Vielleicht ist es im Wald. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es weiter versuchen. Ich dachte echt, dass das klappt. Wir wissen nicht, wie groß das Revier von diesem Vieh ist. Schwierig. Halt! Mach aus, Bill! Da ist was! Was? Wie? Wo? Da ist was durch. Hightech, jawohl! Geradeaus. Auf einmal schreit Jeff, dass er auf dem Display was sieht. Irgendwas Hundeartiges läuft hier rum. Da drüben ist es lang. Da drüber? Wir müssen hinterher. Jetzt. Wohin? Da. Vorsicht! Pass auf! Und? Keine Spur. Ich suche nach Augen. Sei vorsichtig, Buck! Da! Was ist? Seht ihr? Auf einmal war sie da. Eine riesige, verbrannte Stelle auf dem Boden. Das sind bestimmt 5 mal 1,5 Meter. Schon wieder? Wie von einem Flammenwerfer. So eine Stelle hatten wir doch letztens schon. Als hätte ein Drache Feuer gespuckt. Muss heiß gewesen sein. Das ist fast Holzkohle. Seht mal da. Alles verbrannt. Ah, der Baum. Selbst den hat's erwischt. Wie kann das sein? Gute Frage. Dieser Schaden, das war nicht einfach bloß Feuer. Es muss extrem heiß gewesen sein. Etwa 1,500 Grad. War die andere Stelle auch so? Die war lang und schmal. Und auch Bäume waren verbrannt. Still. Hört mal. Junge. Kettenrasseln. Ist es. Das ist das dritte Mal. Wir untersuchen die verbrannte Stelle. Und auf einmal klirrt seine Kette. Lasst uns nachsehen. Das passiert ständig. Wie kann das sein? Als erster habe ich's gehört. Da klirrt was. Dann kamen Huck und Jeff. Hört mal. Wir müssen das ein für alle Mal klären. Und zwar jetzt. Kommt. Hört ihr? Wo kommt das bloß her? Von dort drüben. Da lang, los. Es wird lauter. Seid mal still. Da. Siehst du was? Nichts. Mir fällt höchstens ein Tier ein, das sich in der Kette verheddert hat. Stimmt. Teilen wir uns auf und sehen, ob wir was finden. Kommt. Das Rasseln hört nicht auf. Vielleicht können wir es ja einkreisen. Da irgendwo. Und identifizieren. Hört mal.
Wo kommt das her? Hörst du? Klingt wie von da oben. Vom Baum! Was ist das bloß? What the hell? Der sieht böse aus. Der Baum sieht aus wie aus Herr der Ringe. Ist Frodo da oben? Und wo ist der Typ mit den spitzen Ohren? Seht ihr was? Gar nichts. Hier ist auch nichts. Jungs, wir müssen da hoch. Hast du dein Kletterzeug? Ja, im Auto. Hol es, du musst hoch. Jetzt wird's lustig. Prima. Los. Bis gleich. Willy und Bill holen die Sachen. Nimm mal. Und klettern. Los. Wir anderen passen auf, ob da ein Troll drin wohnt, dass von da oben nichts runterkommt. Leise. Stille. Ja. Nichts da? Sonst würde ich sehen. Da ist es wieder. Was ist das? Weiß nicht. Und? Komm, komme! Da sind sie. Es hat aufgehört und wieder angefangen. Ich hör's. Schaffst du's? Ich finde die Kette. Sicher du ab. Ja, geht klar. Ich will's wissen. Hoch da. Komm. Wir müssen das jetzt klären. Ich bin mal gespannt. Willy und Bill sollen darauf. Geht los! Tarzan steht vielleicht auf Lianen, aber mich nervt's. Was ist da oben? Komm, Willy, sieht gut aus. Mehr Licht? Ja, leuchte in die Astgabel. Langsam. Vorsicht, bist gleich da. Hört mal. Weg. Warum das jetzt? Was soll das? Stille? Alles klar? Ja. Siehst du was? Ich sehe und höre nichts. Das klang, als würde es aus der Gabelung da kommen. Aber hier ist keine Kette.